Alles du gut? Du bringst Ärger. Tu ich das? Wo ist der Wachturm? Du findest ihn. Ganz sicher. Mhm. Er ist so gut wie tot. Gut, dass wir das geklärt haben. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört. Also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. Gab's Probleme? Nein, Boss, keine Probleme. Noch was für mich?
Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist, wird panisch. Hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter, tauchen nicht mehr auf. Paulie ist dein Freund und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Pff, lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Paulie und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Winnie einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Winnie die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Das ist so wunderbar, wie wir immer Leute umnieten müssen. Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video in Mafia in der Definitive Edition. Deine Frau hat dich nicht verdient. So, wir gehen jetzt auch schon los. Vincenzo. Vincenzo, müssen wir uns Waffen holen und dann natürlich uns dorthin begeben. Und ich glaube, der gute Tommy merkt schon, dass das Ganze nichts für ihn ist, sonst hätte er das dem Polizisten da nicht angeboten, quasi alles zu verraten. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hab da was von einem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen, also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Okay. Such dir einen Weg rein und geh zum Wachturm. Ganz oben Machen ist wir. Abgesperrt. Dafür ist... Jo, ich weiß Bescheid, Winnie. Ich danke dir. Krass, ne? Also die Mafia, die muss so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung beweisen, ne? Indem sie Leute umnietet und dann sagt, ja gut, ne? Noch so ein Ding. Dann gibt's noch ein drittes Augenloch quasi. So, hallo. Jetzt gibt's halt kein... Wow. Warum habe ich da Blut an meinem Auto? Jetzt gibt's halt kein Morello mehr. Fahren wir hier rückwärts. Schneller als die anderen vorwärts. Alter, ist der schnell rückwärts. Wuhu! Oh Mann, okay, jetzt fahren wir wieder nochmal, ja? Der Wagen hat einfach zu viel Leistung und die damaligen Reifen oder auch die damaligen Autos, die konnten halt mit der Leistung echt nicht umgehen. Sorry, ich muss hier durch. Pardon, Verzeihung. Alter, die Bremsen allein, ne? Okay. Die Polizei hat auch Spaß, aber die haben wir gleich weg. Wir müssen ja eh zum Gefängnis. Ja? Also die brauchen uns gar nicht verfolgen, wir fahren da schön. Okay, wir sind da. Parken hier.
ob. So, den Weg ins Gefängnis. Nehmen wir mal an, das wird nicht allzu schwer sein, oder? Hier hoch vielleicht. Will work for food, aha. Hier können wir nicht hoch. Aber hier können wir drüber hüpfen. Das soll ein Gefängnis sein? Was? Okay. Komm her. Ziemlich gut geschützt, oder? Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Man kommt nur durch die Kanalisation rein. Und dann geradeaus. Sehr angenehm. Sehr lecker und sehr angenehm. Folge der Pennermarkierung. Ja, Mahlzeit. So. Hallo. Kanalisation. Ganz lecker. Okay. Da kommt jemand. Nein, keiner von uns. Ich warne dich. Hallo. Ja, was macht denn der hier? Hat er hier seinen zweiten Wohnsitz oder was? Ist er in der Kanalisation leben? Ja, Kollege. Dein Leben will ich nicht haben. Meine Güte. Okay, hier lang. Selbst hier gibt's Wachen, weißt du? Gut. Hallo. Ach, ist es schön. Das ist der Weg ins Gefängnis. Und was war das andere? Hallo? Grüß dich. Wir sind hier zu Hause. Warum versteht ihr das nicht? Das kann man echt nicht verstehen. Hey, Cop! Es ist abgeriegelt. Kein Reinkommen. Okay. Das überlassen wir mir bitte. Jemand. So viel zu abgeriegelt, ne? So, was haben wir hier? Entrance and Exit Procedure. Also quasi, wie man rein und rauskommt. Alles klar. Angenehm. B-Flügel. Wo müssen wir lang? Da lang. Denke mal, ne? Hallöchen. Sag mal, jetzt ist aber hier ein Weg, ne? Brauchst du Hilfe? Und sonst geht's soweit gut, oder? Wo ist der Wachturm? Geh durch den zentralen Zellenblock. Die Tore sind meist zu, wegen der Feds. Danke. Sei hier drin auf der Hut, Fremder. Wir sind argwöhnisch. So sieht das Ganze hier auch aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen da lang. Aber hier kommen wir so leicht nicht raus. Da müssen wir erst hier aufmachen. Sag mal. Was? Man kann sich einfach selbst bedienen, weißt du? Man kann sich selbst bedienen, alles auf und zu machen. Easy. Hallo. Hä? Get out, leave us. Die wollen hier sein, ne? Ich merk schon. Hey, Hallöchen. Alles du gut? Du bringst Ärger. Tu ich das? Wo ist der Wachturm? Du findest ihn. Ganz sicher. Mhm. Er ist so gut wie tot. Gut, dass wir das geklärt haben. Hier da drin liegt etwas. Ich nehme an, wir müssen einfach immer weiter hoch. Oder? Hi, wie geht's? Alles fit? Angenehm. Aha, interessant. Aua. Gut, dass wir das geklärt haben. Also, jetzt müssen wir endlich mal zum Wachturm, bitte. Wo geht's denn hier lang? Hier ist auch irgendwas. Warte mal, nee, hier drüben. Aber da kommen wir wieder nicht rein. Da liegen immer die Magazine. Aber die müssten wir explizit holen. Dann müssen wir erst hier wahrscheinlich wieder was umlegen. Weißt du, ich kann hier einfach mich bedienen. Was? Einfach was? Okay, das heißt, jetzt kann ich hier
die Sachen holen, ja? Wow. Okay, wo geht's jetzt hier zum Wachturm? Ich glaube hier entlang. Hallo. Bedien mich mal, ne? Ist der Wachturm in der Nähe? Ganz nah. Der Aufzug ist kaputt, aber du kannst die Treppe nehmen. Okay. Das waren noch Aufzüge, Leute. Das waren noch Aufzüge. Einmal in Italien bin ich sogar mit so einem Aufzug mal gefahren. Richtig vertrauenserweckend. Vor allem, wenn der beim Hochfahren noch mal kurz bevor so einen Satz nach unten macht. Sehr angenehm. Da weiß man wenigstens, was man hat. So. Also, töte den Politiker. Habe ich denn überhaupt ein Gewehr oder ist es hier irgendwo? Das ist die Frage. Normalerweise muss es doch hier irgendwo versteckt sein. Hieß es? Frage ist halt wo. Wir laufen jetzt mal ganz kurz rum. Decken das Ganze ab. Da drüben ist auf jeden Fall diese Rede oder so. Und hier haben wir unsere Waffe. Mit sogar Zieloptik. So muss das sein. Auf die Distanz auch besser so. Was werden das sein? 300 Meter? 400 Meter? Hallo! Polizei ist auch da. The Lost Heaven. Hank Turnbull. Turnbull. We deserve. Aha. Aha. Und er redet jetzt so schon, oder was? Interessant, der Typ. So, willst du mal kurz stehen bleiben, mein Freund? Damit ich dir auch einen gezielten Schuss geben kann. Kein Problem, ich kann dir auch einen hier während des Laufens geben. Zwischen die Augen hieß es, ne? Na komm. Was? Der Politiker entkommt? Wieso das? Wieso entkommt er? Ich hab den doch einen Header gedrückt. Okay, sehr interessant. Wir haben ihn zwar getötet, aber jetzt heißt der Politiker entkommt. Also wahrscheinlich ein kleiner Bug hier. Wow! Okay. Mist. Wie lange war ich weg? Wer soll es dir beantworten? Okay. Gut, dass man solche Türen einfach eintreten kann. Aber das ist hier minimal runtergekommen, das ganze Zeug, oder? Würde ich sagen. Hallöchen. Das ist schon mal gut. Ganz wichtig. Wir brauchen ja noch ein paar solcher Magazine. So, hier. Auch wieder eine Notiz. Und es scheint Liste von Hinrichtungen, okay. Sogar sowas zu sein. Ah, hier ist so ein Stuhl. Elektrischer Stuhl, sogar mit dem Teddy. Und hier kann man den wahrscheinlich anschalten. Ja, krass. Sehr sympathisch. Nicht. Also, wo geht's jetzt weiter hier? Ach, Quatsch, als ob du das wüsstest. Und ich weiß erst recht nicht, dass das klar ist, ne? Hi! Jetzt hörst du mal auf! Mein Gott, wie fällst du noch aus? Doink! So, wo ist der nächste? Servus, Freundchen! Ein Finisher-Move vor dem Herrn. Okay. Wow! Alter!
Erschreck mich doch nicht so, jung. So, kannst gleich Platz nehmen. Da drin. Angenehm. Ja, da kann man die Tür nicht zumachen. Okay, dann lass uns mal gleich wieder weitergehen. Ich will hier raus. Aber da werden noch ein paar kommen. Und da... First Aid Kit, das ist gut. So. Weiter geht's. Tür auf. Okay. Go. Nehmt alle fest, die ihr seht. Die Polizei. Es ist... Wir kommen wieder, ihr Bastarde. Hier geht's nicht weiter. Hier lang. Hallöle. Alles klar. Alles klar. Na komm. Na komm her. Jo. Gut. Schrotflinte. Die können wir gebrauchen. Und weiter. Will nicht wissen, wie viele hier noch kommen, ne? Ja, genau. Während ich auf ihn schieße, kann er natürlich das Feuer erwidern. Ne? Während er die Kugel reinbekommt, tut er das Feuer gut erwidern. Also wie soll ich denn hier entkommen eigentlich? Ich glaube eher nach unten, oder? Da wo ich reingekommen bin, komme ich auch wieder raus. Oh Mann ey, davor war keine einzige Wache hier und jetzt auf einmal wissen sie alle, wo ich bin, ne? Das ist wahrscheinlich auch, was ich gefrühstückt habe, ne? Ja, ach was, bin ich verletzt, ja? Runter, komm. Weg hier. So, wo geht's hier weiter? Ich muss nochmal hier rein. Komm. Da links kommt einer. Eieiei, das sind ja noch mehr. Doch die erste Hilfe-Kits kann man mal gebrauchen. Wir wollten von hinten kommen. Oh oh. Deckung. Alter. Wie viele denn noch? Oh. Ich habe mir jetzt so einen schönen Wagen hier gestohlen. Hallo, guten Tag. Alter, alles blockiert hier draußen. Komm, ich gebe Gas. Wir müssen hier weg. Einfach weg. Und zwar so schnell es geht. Wir haben nicht mehr viel Muni. Müssen wir uns ein bisschen einteilen. Aber ich glaube, wir sollten uns verstecken. Frage ist nur, wie und wo, ne? Wir fahren da über so eine Fluchtroute. Oder was das ist. Wupp, wupp. Weiß nicht, ob das was bringt. Und jetzt irgendwo verstecken. Vielleicht hier in der Fußgängerzone. Hier kann man sich verstecken. Also hier sollten sie uns eigentlich nicht sehen können. Weil wir verdeckt sind oder versteckt, besser gesagt. So, ich verstecke mich genau hier. Und das sollte doch was bringen. Alle Wagen,
Ja, sehr schön. Oh, Leute. Unfassbar. Gut, weiter. Dann auf jetzt nach Hause. Kleiner Rowdy. Oh, ja. Aber was mich wirklich ein bisschen nervt in dem Spiel ist, dass unendlich viele Unterstützungseinheiten da noch nachkommen. Weißt du, es gibt kein Ende. Wenn du jetzt die abgeschüttelt hast, die erledigt hast im Gefängnis, da kommen immer mehr und wenn du es nicht irgendwie hinbekommst, mal kurz Platz zu schaffen, dann es kommt da eben ein unendlicher Nachschub und das ist einfach ein bisschen blöd für mich. Weil der Nachschub halt komplett ohne Verzögerung kommt. Der kommt sofort, der ist sofort da. Wird quasi um die Ecke gespawnt. So, hier links. Dann kommt ein Polizeiauto, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber... Ansonsten schaut es gut aus. Und die Ecke hier kennen wir ja. Hier irgendwo in der Gegend haben wir mal Sergios Auto in die Luft gejagt, glaube ich. Da war, glaube ich, was. Aber okay, wir fahren jetzt mal hier lang. Und man merkt schon, dass es langsam in die Richtung Ende geht. Weil ja jetzt auch er so ein bisschen den Polizisten vorgeschlagen hat, okay. Sergio, sag ich schon. Ich meine, den Salieri umzunieten. So, hallo. Erste Mal bei uns zu Hause, hä? Sehen wir auch mal, wie er so haust. Hast du das von Turnbull gehört? Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel erinnern. Er hat seine Karriere dafür riskiert. Welcher ist das nochmal? Frauenwahlrecht, du Idiot. Dank ihm darf ich wählen, Tom. Genau wie seine Frau und seine 6 Töchter. Scheint, als hätte jeder 2 Seiten. Scheint so. Ich muss jetzt los. Tom, tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Dafür ist es zu spät. Ja, dafür ist es wahrlich schon zu spät. Damit haben wir den US-Wahlkampf mal abgeschlossen, Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir schauen im nächsten Video, wie es weitergeht und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so denkt, wie es weitergeht und was da vielleicht noch so kommen wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.